Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches Fullface Beauty Boxen für dich und hier habe ich jetzt alle Produkte aus den Beauty Boxen aus dem Monat August und da möchte ich gucken, ob dir mein Gesicht gut reinpassen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Theoretisch hätte ich jetzt zwei Primer, die ich auftragen könnte, aber weil ich gleich ein kleines Experiment bei meiner Complexion, also bei meiner Foundation machen möchte, möchte ich da jetzt tatsächlich lieber auf ein anderes Produkt zurückgreifen. Und zwar hätte ich eigentlich hier von Essence den Skin Love and Sensitive Primer, das ist einmal dieser hier, den müssten wir in der Goodie Bag der Glow drin, nein, wo hatten wir den drin? Doch, der war in der Glowbag drin, ne? Genau, in der Glowbag von der Glow, wo ich war. Und in den Goodieboxen, die mir nachgeliefert wurden, hätte ich hier noch von Elemis ein Produkt, dieses Superfood-Gedönsen gehabt, ne? Aber nee, das geht jetzt gerade nicht. Denn ich werde gleich tatsächlich ein Produkt, was eigentlich eher als Concealer gedacht ist, als Foundation auftragen. Dementsprechend greife ich doch gerne mal zurück zu den Produkten von Beautymates. Und jetzt kommen wir auch zu dem Sponsor des Videos. Mit Beautymates arbeite ich ja schon seit Jahren zusammen. Mit Claudi30 könnt ihr da 30% sparen. Und heute möchte ich euch gerne das Pretty Eyes Set wieder vorstellen. Das besteht aus dem Augenlifting Booster. Da haben wir einen Phytokomplex drin und auch Vitamin B3, also Niacinamide. Ich schlafe in letzter Zeit sehr wenig, also in der Schwangerschaft fällt es mir sehr schwer zu schlafen, weil ich nicht weiß, wohin mit meinem Bauch. Ich bin ja eigentlich Bauchschläfer und ich muss einfach ständig meine 3 Tropfen Pipi machen, alle 1 bis 2 Stunden. Und deswegen, ja, sehe ich manchmal etwas verheult aus. Manchmal bin ich das auch tatsächlich, weil da auch die Hormone übergreifen. Aber vor allem, ja, bin ich einfach nur müde, ne? Und deswegen, also ich finde, das ist so ein schöner, natürlicher Booster. Natürliches Botox-Produkt, was ich mir gerne auftrage. Und es hat einfach gute Inhaltsstoffe. Also ich blende euch das jetzt um mich herum ein, damit ich euch da nicht zu viel drüber erzählen muss, ne? Ihr kennt Beautymates mittlerweile wahrscheinlich ganz gut, wenn ihr mich kennt. Und hier dann die Hyaluron Cream Boost. Das gehört dann zusammen als Pretty Eye Set. Das ist einfach eine gute Creme, eine richtig gute Creme. Für sehr sensible, trockene Haut geeignet. Da haben wir Shea-Butter drin, wir haben Rostkastanie drin. Wir haben hier wirklich tolle Inhaltsstoffe. Keine Parfüme, keine PEGs, kein Tüdelü-Tralafitti, was man nicht drin haben will. Sondern halt wirklich einfach die Sachen, die auf die Haut gehören. Und man kann es halt super als Make-up-Grundlage verwenden, weswegen ich den jetzt auch auftrage. Gerade bei Produkten, die ich danach verwende, was jetzt bei mir sehr häufig vorkommt, ne? Wo ich nicht weiß, wie die so funktionieren, dann nehme ich das hier als Grundlage, um einfach schauen zu können, liegt es jetzt am Produkt oder liegt es an der Anwenderin? Ich habe jetzt hier das Pretty Eyes Set in Anwendung. Ihr könnt euch aber auch individuell euer Set im Set-Konfigurator zusammenstellen, ne? Ich finde das einfach aktuell für mich am passendsten und da bekommt man das im Set günstiger und durch Claudi30 könnt ihr nochmal 30% sparen. Joa, gönnt euch auf jeden Fall hart, wenn ihr möchtet. Es gibt auch noch eine etwas reichhaltigere Creme, da werde ich jetzt umsteigen, wenn dieser Artikel leer ist. Und es gibt auch noch super viele andere Booster, also die könnt ihr kombinieren, wie ihr lustig seid. Meine absolute Empfehlung, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles dazu verlinkt. Ich habe euch um mich herum ganz QVC-mäßig natürlich die ganzen Infos eingeblendet. Also Claudi30... Ich kann es nicht oft genug sagen. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Produkt, wo ich ein bisschen Bammel vorhabe. Und zwar habe ich hier von Model Co. ein Produkt. Das ist Instant Radiance Light Reflecting Skin Perfector in der Farbe Luminous Sand. Ich glaube, das ist eigentlich eher so ein Concealer, ne? Denn 9 Milliliter in einem Produkt sprechen eher für einen Concealer. Auch das hatte ich in dieser Goodieboxen-Geschichte mit drin enthalten. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Sarah Isabel verwendet ja zum Beispiel auch super gerne Concealer, einfach auch für ihre komplette Base. Ich tue es ihr jetzt einfach mal gleich mit diesem Produkt. Machen wir erstmal so 2 Streifen, dann gucken wir mal, wie sich das verhält. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das was wird. Und damit gehe ich halt auch wirklich direkt unter den Augen entlang und dann übers ganze Gesicht, ne? Das geht. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe keine Würstchenparty, was ich tatsächlich erst befürchtet hatte. Der Ton, ja, ist ein bisschen dunkel. Man sieht es halt auch, ne? Gesicht, Hals, passt noch nicht ganz so zusammen. Also das war eine Idee, aber es ist nicht die Lösung des Problems, ne? Naja, ich hatte auch in der Glow Goodie Bag so diese Schwämmchen von Real Techniques drin. Das sind die Antimicrobial Schwämmchen.
Ne? Und die sind sehr, sehr angenehm weich. Das mag ich richtig gerne leiden. Ja, mit einem Rollkragenpulli könnte ich das auf jeden Fall so tragen. Hier habe ich ein Produkt von Tint, das war in der Pinkbox mit drin enthalten. Lucid Multi-Stick Lip Cheek and Eye, 3,8 Gramm. Und das kann man jetzt halt als Liquid Blush ganz gut verwenden. Habe ich in der Farbe Bloom. Ja, das ist schon dunkel, ne? Kann man ja auch als Lippenpflege vielleicht etwas verwenden. Und dann tupfe ich mir das Produkt dahin, wo ich normalerweise halt auch mir Blush geben würde. Das wird jetzt sehr intensiv aussehen, Leute. Das ist mir bewusst. Aber ich trage diesen Creme Blush oder Creme Blush generell immer sehr intensiv auf, weil ich danach auch noch abpuder und so. Und das nimmt natürlich auch noch das Produkt ein Stück weit weg, beziehungsweise die Intensität wird abgeschwächt. Gefällt mir aber tatsächlich. Das sieht jetzt super merkwürdig aus, Leute. Trust the process. Wir kennen das Spiel doch. Es dauert ein bisschen. Irgendwann sieht das gut aus. Auch in der Glowback hatten wir hier das Lavera Make-up Setting Spray. Und das gebe ich mir dann ganz gerne über mein Gesicht drüber, wenn das alles noch so cremig ist. Das sorgt so ein bisschen irgendwie dafür, also so die Erkenntnis, die ich halt für sowas gewonnen habe, dass die cremigen Texturen sich schon mal ein bisschen besser miteinander verbinden und auch mit meiner Haut besser verbinden. Das sieht irgendwie alles haltbarer aus und mir gefällt es einfach ganz gut, dadurch, dass ich eine trockene Haut habe, wenn man so immer mal wieder zwischendurch sich ein bisschen Setting Spray aufgibt. Das macht alles irgendwie mehr natürlich und flawless. In der Glossy Box hatte ich hier von Lottie London das Ready Set Go Setting Powder, genau. True Translucent, 5 Gramm sind hier drin enthalten. Hm, Sammy, was hast du gehört? Was macht Herrchen da unten? Man weiß es nicht. Doch, eigentlich macht er das Badezimmer sauber. Aufregend. Okay, ich habe mir das jetzt hier in den Deckel gegeben und ja, zuallererst gehe ich dann mit dem Schwämmchen immer rein, um das unter meinen Augen aufzugeben. Und wenn das passiert ist, gehe ich mit einem großen Fluffel rein, fluffel das in den Pinsel hinein und klopfe ein bisschen ab, damit das nicht zu viel ist. Ne? Und dann geht das übers komplette Gesicht. Ihr seht, was ich auch sehe. Ne? Also quasi die Base wird jetzt auch ein bisschen mehr an meinen generellen Teint angepasst, dass das Ganze nicht mehr ganz so super warm aussieht. Und ich finde, jetzt sieht meine Haut richtig schön gesund aus. Natürlich schön. Ihr habt selber gesehen, wie viele Schichten schon drauf sind, Leute, ne? Jetzt habe ich hier zwei Bronzer. Ich habe zwei Gesichtshälften, deswegen kann ich die beide verwenden. Einmal hatte ich in der Purish Mystery Box den Butter Bronzer drin von Physicians Formula. Den hatte ich jetzt selber schon in meiner Sammlung. So ein klassisches Drogerie-Staple-Produkt, was ich einfach super gerne in meiner Sammlung habe, immer wieder gerne zugreife. Und ich weiß einfach, dass wenn ich ihn verwende, dass er zuverlässig funktionieren wird. Sieht man jetzt halt nur nicht so ultimativ, weil meine Base halt sehr, sehr warm ist. Und dann hatte ich in der Beauty Bay Mystery Box oder in den Mystery Boxen in der Farbe Fawn einen Bronzer von bei Beauty Bay drin enthalten. Den müsste ich ja auch schon vorher gehabt haben. Und das ist auch ein schönes Produkt, was echt ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Auch den trage ich jetzt wieder mit dem gleichen Pinsel hier auf, ne? Ist ein schöner Bronzer, kann man doch nicht zu sagen, ne? Definitiv. Und da freut man sich auch, wenn man solche Produkte in Beautyboxen drin enthalten hat, finde ich persönlich. Die bei Beauty Bay Mystery Boxen waren jetzt auch eine ganz neue Geschichte, aber die kamen jetzt auch öfters mal raus. Ich versuche verzweifelt, mein Dekolleté etwas dunkler zu machen. Oder ich setze mich nur noch so hin. Etwas schwieriger wird die Geschichte jetzt mit den Blushes, denn ich habe drei davon. Einmal habe ich zwei aus den bei Beauty Bay Boxen, einmal in der Farbe Peachy und in der Farbe Coral. Und ich glaube, ich nehme den in der Farbe Coral, weil man sieht den einfach dann ein bisschen besser. Und von Jean Darcel das Blusher Powder. Das befand sich in der Glossy Box Grazia Limited Edition. Auch ein schöner Mauve-Ton. Das passt natürlich jetzt auch schön zu dem Liquid Blush, den ich hier aufgetragen habe, oder vielmehr Cream Blush. Und der hat einen Schimmer mit dabei. Es ist kein Bam-in-your-face-Blush. Es ist halt einfach ein, ja, es ist ein subtiler, schöner Blush, der einfach einen leicht bräunlichen Touch auch mit dabei hat und dementsprechend etwas natürlicher aussieht, was ich jetzt nicht verkehrt finde, ne? Und dann nehme ich jetzt hier den in der Farbe Coral von bei Beauty Bay für die andere Seite. Der ist natürlich jetzt, der knallt, ne? Jennys Highlights würde ihn, glaube ich, auch feiern. Genauso wie Antje von Antje Sverrell. Den siehst du sogar auf dem Pinsel. Ja, das ist halt eher so ein Frühlingsblush, ne? Den, ja, es ist frühlingsmäßiger und das ist eher ein Herbstblush.
Aber beide sind schön, ne? Es sieht echt krass aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen. Wahnsinn. Auch zwei Highlighter sind jetzt hier am Start. Da habe ich einmal Ofra Rodeo Drive, habe ich jetzt hier in der Mini-Variante. Den hatten wir in der Purish Mystery Box drin enthalten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und dann habe ich hier von Luvia Face Definer Prime Vegan. Der müsste in der Glossy Box auch irgendwo drin gewesen sein, oder? Ja, der war in der Glossy Box drin enthalten. Der ist ein bisschen güldener, sehr intensiv übrigens. Trage ich jetzt hier einfach mal auf. Ja, der knallt. Guckt euch das an. Hallo. Ist ein schöner Highlighter. Ofra Highlighter sind einfach immer wahnsinnig schön. Und Beauty Bay Mystery Box in der Farbe Flash habe ich jetzt hier. Aber auch sehr, sehr intensiv. Da muss ich jetzt auch aufpassen. Ja, guck, ne? Zack, Bindestrich. Das ist halt schon krass. Ja, da reicht es nur mit den Resten, die jetzt noch irgendwie auf dem Pinsel drauf sind, so die Nase zu highlighten, ne? Läuft. Ein farblich passendes Augenbrauenprodukt hatte ich jetzt nicht am Start, deswegen habe ich mir die Flux gemacht. Hier habe ich jetzt von By Beauty Bay auch aus dieser Mystery, also da waren echt krasse Sachen drin, Leute, ne? So ein Clear Brow Gel drin, was? Das ist einmal dieser Brow Fixer. Und damit möchte ich gerne auf der einen Seite meine Augenbrauen fixieren. Da sind sogar so Fasern drin. Das ist ganz aufregend. Finde ich, macht bei der Clear-Variante jetzt nicht so viel Sinn. Aber gut, wir gucken mal, wie dazu wird. Ne? Es nimmt auf jeden Fall auch die Augenbrauenfarbe ein bisschen mit raus. Und dass ich hier jetzt die ein oder andere Lücke bei mir finde, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genial. Und dann hatte ich in der Purish Mystery Box die, dieses Brow Styling Gel von, oder Gel Brows von WBQ, also Westbound Company. Ja, da kennen wir ja auch die Soap Brows von, ne? Okay, ist nicht ganz durchsichtig. Schaut einmal so aus. Soll ja auch so ein bisschen was von diesem Brow Freeze haben von Anastasia Beverly Hills. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma hatte ich das? Von Catrice, glaube ich, ne? Das letzte Mal. Das war richtig genial. Funktioniert auf jeden Fall deutlich einfacher als das von By Beauty Bay, muss ich sagen. Und finde ich auch besser. Ne? Hat jetzt nicht so Produkt abgenommen, hat super schnell funktioniert. Mag ich jetzt deutlich lieber leiden. Bevor ich jetzt mit den Lidschatten beginne, nehme ich mir hier so einen Stift. Ich hatte nämlich auch in dieser By Beauty Bay Box Geschichte diese Dinger hier mit drin. Und da nehme ich mir super gerne von diesem Shadow Stick Trio aus der Disney Color Collection das Gelb raus, also den Dumbo. Denn ich möchte heute so einen gelben Look schminken, weswegen ich das hier einfach als Basis nehme und schon mal auf meinem kompletten Lid verteile. Ich blende das jetzt auch mal ganz unkompliziert mit meinem Finger ein, wie halt eine generelle Lidschattenbase quasi auch, ne? Allein das sieht eigentlich schon recht cool aus, muss ich sagen. Ich hatte jetzt in der Purish Box auch ein Cupid's Arrow drin in der Farbe Arrow Pop Mint. Das ist dieser hier. Den möchte ich mir super gerne auf die Wasserlinie geben und den auch so ein bisschen so rausziehen. Ja, es ist jetzt ein bisschen spacig quasi so. Ich hatte drei Lidschattenpaletten im August in Boxen drin. Einmal in der Glowback, die Basic Bay Palette von Catrice, die ich tatsächlich online noch gar nicht so wirklich gefunden habe. Ich glaube, das war irgendwie aus dem Ausland, irgendwann mal eine Limited Edition oder sowas. Oder eine Online-Exclusive Palette. Habe ich so eigentlich nicht wirklich wiedergefunden. Dann von By Beauty Bay die 42 Color Palette Bright. Es gibt ja mittlerweile auch die Bright 2.0. Und die ist sehr, sehr bunt, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich nehme nämlich hier die Jade-Palette. Ne? Ich glaube, die ist noch ein bisschen cooler. Denn da haben wir so ein Gelb-Grün. Ich weiß nicht. Und das ist irgendwie auch intensiver. Ich glaube, ich nehme die Jade-Palette. Und hier starte ich mit dem 2222 Ton. Und den platziere ich mir im Prinzip da, wo ich ja auch schon mein Lid gelb gemalt habe. Aber konzentrieren mich vor allem so nach außen hin, ne? Weil alles, was dann so innen ist, kommt dann ja gleich schimmernd. Da haben wir dann nämlich den Ton Sand Danger. Das ist so ein richtig schöner Gelb-Schimmerton. Also nicht Gold. Gold wäre Alien. Das ist Gold. Das ist Gelb. Sowas feiere ich, ne? Und den setze ich auf mein bewegliches Lid. Noch mehr Gravum gibt es natürlich, wenn du es mit dem Finger aufgibst. Ist klar, ne? Das ist Wahnsinn, Leute. Das leuchtet im Dunkeln. Und das ist eine Palette, die regulär 25 Euro kostet. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, ist die auf 12,50 Euro reduziert. Ich finde es einfach Hammer. Ich habe irgendwie Lust, ein ganz kleines bisschen hier unten, hier außen abzudunkeln. Und da habe ich hier einfach so einen Ton, der nennt sich Affirmation. Das ist so ein, ja,
beige, hellbeige. Und den setze ich ganz leicht nur nach außen hin, um so einen leichten Tiefeneffekt zu kriegen. Aber halt nichts Wildes, ne? Einfach nur so. Dann möchte ich gerne diesen Ton Milky Way nehmen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil der changiert halt auch so ein bisschen holographisch, ne? Den setze ich mir jetzt schön in meinen Innenwinkel hinein. Da muss man etwas aufpassen, weil der sehr krümelig ist. Und dann habe ich hier diesen Ton Head in the Clouds, ne? Kopf im Himmel drin. Und den möchte ich gerne nehmen, um hier einfach meinen, hier unten da, wie heißt das, den Strich da ein bisschen zu setten, dass mir das nicht allzu sehr in die Fältchen reinläuft. Mensch, es ist so einfach eigentlich gewesen jetzt, ne? So einen Look zu schminken. Und ich finde den ziemlich außergewöhnlich schön. Genug des Eigenlobes. Wir haben jetzt hier ein Produkt von Botanic Beauty. Das war in Evas Zuschauerpostbox drin enthalten, was ich bekommen habe im August. Und den möchte ich mir super gerne jetzt einfach mal als Eyeliner ziehen. Denn das ist ein schöner Eyeliner, Liquid Eyeliner. Dieser hier ist das einmal, ne, mit einer Filzstiftspitze. Und der soll jetzt einfach mal zeigen, was er drauf hat. Das sieht doch jetzt gar nicht so verkehrt aus, ne? Ja, und ich finde, auch bei so einem Look, da brauchst du einen Eyeliner auch mit dabei. Bevor ich den jetzt total verhunze, lasse ich den jetzt auch einfach mal so. Es sieht fancy aus, kann man nicht anders sagen. Ich finde es gerade richtig aufregend und die Kamera rastet auch gerade so ein bisschen aus. Ich sehe es ja im Display, weil sie überhaupt nicht damit klarkommt, dass ich einen so strahlenden Look auf meinen Augen habe, wie so ein Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ebenfalls in der Purish Mystery Box habe ich Nachschub von meinem Haut Cosmetics Indigo Child Setting Skin Perfector bekommen, weil ich ja noch nicht genug am Glowen bin, ne? Die muss man immer ordentlich schütteln, weil unten haben sich dann ja immer die Schimmerpigmente abgesetzt. Aber das ist so ein gutes Produkt. Viel zu teuer, finde ich persönlich, bin ich ehrlich, ne? Weil eigentlich gehören da mehr als nur 50 Milliliter für den Preis von fast 30 Euro rein. Aber das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Mag ich einfach gerne leiden. Das ist ein ganz tolles Produkt, was einen schönen Glow gibt, was eine Erfrischung gibt, was auch das Make-up haltbarer macht und so. Und ich finde das großartig. Das Einzige, was ich halt immer wieder anzumeckern habe, ist der Preis. 4 Mascaren hätte ich jetzt hier. Ich möchte tatsächlich 2 davon verwenden, weil 2 Augen sind in meinem Gesicht. Die Boho Green Mascara Volume and Green kam in der Fairy Box zu mir, wird aber heute nicht in Anwendung genommen. Ebenso wenig wie die They Are Real Magnet Mascara von Benefit. Die kenne ich, die mag ich total gerne. Die war in der Glossy Box Grazia Limited Edition mit drin. Ich habe tatsächlich richtig Lust darauf, zum einen die Mesauda Mascara Big and Thick Lashes zu verwenden. Die war in der Purish Mystery Box drin enthalten. Und aus der Glow Goodie Bag habe ich hier von L'Oreal blicköffnender Effekt die Bambi Eye Mascara. Die beiden werden jetzt zum Einsatz kommen. Auf dieser Seite haben wir die L'Oreal Bambi Eyes Mascara und auf dieser Seite die Mesauda Big and Thick Lashes. Beide haben ein Gummibürstchen, was einfach echt puffig ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, welche von beiden ich besser finde. Die Bambi Eyes Mascara trennt auf jeden Fall besser. Die Mesauda Mascara macht irgendwie mehr Schwung rein. Hammermäßig. Ich habe endlich wieder Wimpern, ihr seht es jetzt auch, ne? Und ja, tatsächlich sind beide Mascaren total genial. Und ich mag einfach auch diese Bürstchenformen total gerne. Bevor wir heute zu den Lippen kommen, kommen wir heute mal erst zu dem Schmuck. Und zwar habe ich hier von Six noch ein Produkt. Das hatte ich auch in so einer Glossy Box mit drin. Und zwar in der Glossy Grazia Limited Edition. Das ist ein Ohrring. Und ich werde ihn jetzt einfach mal hier in meinem zweiten Ohr noch ausprobieren. Ach, das ist jetzt natürlich blöd. Das ist die falsche Seite, ne? Nee, das müsste eigentlich auf die andere Seite. Weil so sieht das wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ihr seht das. Okay, weiter geht's mit Lippen. Da habe ich einmal von bei Beauty Bay dieses Produkt. Das ist ein klarer Lipgloss gewesen. Dann habe ich hier von Lethal Cosmetics in der Farbe Haze eine Plush Lip Cream drin. Auch die würde jetzt sehr, sehr gut passen. Aber ich habe Bock auf die und Gretel Berlin Tagaro Lipstick Geschichte in der Farbe Pink Blossom. So bunt kommen wir nicht nochmal zusammen. Oder? Das ist jetzt natürlich krass, ne? Weil ich bin sehr stark geschminkt,
habe krassen Blush drauf, sehe wirklich aus, als würde ich gerade aus dem Solarium kommen. Und dann dieser krasse Lippenstift, das ist schon mutig. Egal, also ich fühle den Look tierisch, aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil uns bestehen noch drei Düfte bevor. Das Larisee 190 hatten wir in der Pinkbox drin, in der kleinen Variante, das hatte ich tatsächlich schon zu Hause. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne leiden. Dann habe ich hier, welches nehme ich denn jetzt, Sammy? Komm, den Sunset Riot All Saints, das Eau de Parfum aus der Bloggerbox verwende ich jetzt auch nicht, weil das ist auch ein sehr schwerer Duft tatsächlich. Und ich bin heute auch nicht ganz so für schwere Düfte eigentlich. Aber es riecht unfassbar gut. Also ich mag den Duft sehr gerne. Es ist kein Duft, den jeder mögen wird. Es hat nämlich auch sowas von Patchouli oder Moschus oder so ein Kram, ne? Aber ich mag den einfach so für abends eigentlich ganz gerne. Und last but not least habe ich dieses hier. Das war, glaube ich, in der Fairy Box drin. Da muss ich mal eben kurz, ja, Juniper Lane, das Coco. Coco Vanilla. Ja, das ist einfach crazy, weil ich mag eigentlich keinen Kokosduft, aber aktuell schon. Weil meine Schwangerschaft hat mich einfach verändert. Und das ist so ein total süßer Duft. Oh, mehr davon. Auch in die Haare, dann hält das länger. Jetzt habe ich zu viel eingeatmet. Wahnsinn. Also ich finde den Duft jetzt gerade auch sehr passend und irgendwie zu diesem tropischen Look, den ich ja tatsächlich auch trage, mit diesem Gelb und dem Mintgrün und dem Pink und so, passt das irgendwie alles zusammen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg, dass man vielleicht so ein bisschen sieht, wie es in der Realität aussieht, weil die Lichter hier vorne halt immer alles sehr verrückt machen. Aber trotzdem fühle ich den Look. Ich finde das irgendwie schön. Also gerade dieses Augen-Make-up finde ich gerade total cool. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass das Ganze halt wirklich so stimmig dann auch am Ende zusammen wird. Also so kann ich safe rausgehen, ne? Überhaupt kein Problem. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Full-Face-Beauty-Boxen aus dem Monat August. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!